Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 6 versus 3. Hallo. Heute mit allen aus dem Team Pizza natürlich, wo zwei Teams gegeneinander antreten. Auf der einen Seite Christian und Bram und Sebastian und auf der anderen Seite theoretisch Jonathan ganz alleine. Aber theoretisch. Ist Jonathan ist habt nicht doch wirklich volle allein. Leute, ja. Genau, denn Jonathan hat die Möglichkeit, Fragen heute nicht selber zu beantworten, sondern aus einem Pool von Kandidatinnen und Kandidaten zu wählen, die die Fragen im Vorhinein schon per Video oder Audio beantwortet und aufgenommen haben. Und dann gucken wir mal, ob diese Person für Jay die richtige Antwort finden. Das sind heute, wie in der letzten Folge, Happy, Jules, Lena, Nina und Sven. In der nächsten Folge. Ich bin ja gespannt, wie oft du Jules nimmst, ne? Er muss alle dreimal nehmen. Es geht nicht anders. Also du musst nur gut verteilen. Ich würde Jules direkt am Anfang nehmen, Jay. Ja, habe ich. Nein, Jules ist auch ein wertvolles Mitglied hier in meiner Justice League. Ja. Und die anderen, also Suicide Squad. Beide bekommen quasi die gleichen Fragen gestellt. Erst beantwortet das Dreierteam von Pete's Meat und dann darf Jay entscheiden, in welche Richtung man gehen möchte bei den fünf Leuten. Und ab der nächsten Folge wird es dann einen anderen Pool geben. Hier haben wir uns nochmal dazu entschieden, weil ein Teil der Fragen noch für die ursprünglich vorherige Folge aufgenommen war. Und deswegen ist das jetzt nochmal gleiche Konstellation. Wenn wir die Folge nochmal machen, dann wird sie anders sein. Dankeschön an der Stelle, Guthwar, fürs Vorbereiten. Nein. Oh, sorry, ich habe Leertaste gedrückt. Ja, kein Buzzern, heute wird nichts gebuzzert. Es ist heute eine Neuerung dabei, Jonathan, im Vergleich zum letzten Mal. Du darfst ein Veto benutzen, wenn dir die Antwort nicht gefällt. Oh, mit und dann? Darf ich, warum denn nur eins? Von wie vielen Fragen? Aber 15? Wie kommt er denn dann mit den Antworten hin? Also, ja, was insofern, ist dass er dann quasi eine Person viermal nehmen darf, theoretisch. Oh. Also dass die Alternativantwort von einer anderen Person zählt dann nicht in die drei, die du maximal nehmen darfst. Hä? Solltest du dein Veto falsch benutzen, bekommen deine Gegner einen Extrapunkt. Cool. Und das habe ich nicht verstanden. Also, du nimmst beispielsweise Jules. Jules beantwortet die Frage. Du sagst immer richtig. Ja, die Antwort, die gefällt mir nicht. Ich nehme Veto. Ja. Wenn die Antwort von Jules aber richtig war, dann bekommen die Gegner einen Extrapunkt. Ja, okay. Und wenn ich Veto sage, sage ich dann die Antwort oder sagt dann jemand anders die Antwort? Ja, jemand anders sagt die Antwort. Jemand anders. Okay, muss ich den auch auswählen? Ja. Okay. Dann sagst du Lena bitte statt Jules für aber die Frage und dieses Mal Lena ziehen wird dann nicht eingerechnet in deine dreimal. Ja, verstehe ich. Ja. Sollte ich allerdings. Ich bin mir nicht sicher, ob das Veto mich nicht eher fickt. Musst du auch nicht nehmen. Und solltest du wehtun und ich weiß schon, dass Jules aber die richtige Antwort gegeben hat, jetzt hier in dem Beispiel, dann würde ich gar nicht mehr dich jemand anders ziehen lassen, sondern schon sagen: falsches Veto, Jay, tut mir leid, verkackt. Ja. Nice. Und ich sollte immer wehtun dürfen. Ich soll hier noch vorlesen. Das finde ich lustig und sorgt bei Jonathan vielleicht für Motivation. Falls bei einer der Fragen keiner der fünf Kandidaten richtig lag, dann ist das Pech bzw. eine schlechte Teamleistung. Ich kann nicht nach Ablauf der 15 Fragen nochmal zu jedem hingehen und Fragen nachreichen. Nice. Jetzt aber noch eine wichtige Klammer dahinter, zumal ich die Antworten von Jules und Sven nicht kenne. Denn scheinbar so holt die jemand anders ein und nicht Guthwar selber. Ne? Jay, weißt du Bescheid? Weiß ich Bescheid. Okay. Ne? Weißt du Bescheid, ne? Seid ihr ready? Ja. Sehr gut. Also als erstes an Team Pizmeat oder an die drei Kandidaten, an Dennis und Sebastian und Christian. Die Frage, Jay kann natürlich auch schon zuhören, aus der Kategorie absolutes Basiswissen. Ist absolutes Basiswissen. Oh Gott. Können wir Jahre 2004 wurde die restaurierte Orgel der Leipziger Nikolaikirche eingeweiht. Oh, Bram. Mhm. Oh, das hatten wir letztens, oder? Möglich machte dies eine Spende von 1,8 Millionen Euro vom Unternehmen Porsche. Welches einzigartige Merkmal begleitet die Orgel seitdem? Alter. Falls ihr es nicht mehr wusstet, es ist tatsächlich immer eine 25%ige Chance, denn wir haben hier A, B, C und D. A. Sie besitzt zwei Seitenspiegel, um das Publikum besser zu sehen. Porsche-Seitenspiegel, oder was? Ja, voll gut. Geil. B. Der Schlüssel zur Inbetriebnahme befindet sich auf der linken Seite. C. Der Organist spielt auf einem originalen Porsche 911-Sitz. Oder D. Ein spezielles Register
imitiert eine Hupe. Also ich hätte jetzt C oder D gesagt, damit den Spiegel macht überhaupt keinen Sinn, der muss doch auf die Noten gucken oder darauf, was der spielt. Ja doch, es gibt aber immer einen Spiegel, um zu gucken, was gerade unten Phase ist. Also ob der Pastor gerade sagt, yo, let's go, oder ob die Leute gerade rumlaufen oder so. Also da gibt's auch einen Spiegel. Ja, ich finde, die Spiegel, also du brauchst doch keinen Schlüssel, um eine Orgel in Betrieb zu nehmen, oder? Nee, das finde ich auch Quatsch. Wieso, aber klappt man nicht, wie beim Klavier, so ein riesen Ding runter und dann muss man im Schloss, keine Ahnung. Aber hat ein spezielles Register ein Auto imitiert, ein spezielles Auto oder einfach nur ein Auto imitiert? Eine Hupe. Also das klingt irgendwie nicht spezifisch genug, so. Ja, das finde ich auch irgendwie zu weit weg. Also Porsche-Spiegel würde ich cool finden oder links öffnen, könnte natürlich auch geil sein. Ich finde das mit der Hupe ehrlich gesagt am schönsten. Also wenn du gerade völlig abgeorgelt hast, bist gerade fertig und dann kommt am Ende nochmal nöt. Das ist richtig, aber daran erkennst du Porsche nicht. Nee, genau, das finde ich auch irgendwie komisch. Ja, aber soll man denn als Hörer, also vor allen Dingen, wenn du halt am Orgeln bist, dann siehst du ja, den siehst du doch meistens gar nicht, oder? Der ist doch oben. Der ist oben, ja, der hat auch einen Spiegel da. Siehst du doch so oder so nicht. Ja, aber der hat einen Spiegel, um quasi nach unten zu gucken in die Menge. Das weiß ich nicht. Also, wenn du also sagst, das kenne ich. Spiegel, dann haben die meistens wie bei so einem Bus so einen Spiegel da hängen und können dann da halt hinter sich gucken, weil die mit dem Rücken ja zum Publikum sitzen. Weil das meistens an der Wand ist, wo man reinkommt. Okay, aber dann wäre ich für den Spiegel. Ich würde sagen, das ist D. Lass den Spiegel nehmen. Ich würde dann völlig rumraten. Erklärbar. Wenn selbst sagt, der hat einen Spiegel, dann nehmen wir natürlich den Spiegel. Also, gut. Bei denen, die ich kenne, die haben einen Spiegel. Okay. Jonathan. Jetzt muss ich mir entscheiden, wen ich nehme, ne? Richtig, happy. Ich hoffe, dass einer die Antwort mit dem Schlüssel hat, weil ich bin zwar kein Porsche gefahren, aber ich tippe, dass das Witzige daran ist, dass bei Porsche der Schlüssel immer links ist in den Autos. Wir hatten Keyless Go, also als wir Porsche gefahren sind. Als ich den 911 gefahren bin, da war der Schlüssel rechts. Ja, aber früher. Okay, das wäre jetzt meine Antwort des Nichtwissens gewesen. Deswegen hoffe ich einfach, dass die einen anderen genommen haben. Ich sag, Sven weiß das. Der hat das vorbereitet für irgendwo. Mal. Sven, fragen wir jetzt. Sofort. An meinem Geburtstag hat er geantwortet. Nice. Ja, aber irgendwie nur die scheinbar. Reicht aber erstmal. Okay, Sven. Let's go. Gute Antwort jetzt. Ich bin ziemlich sicher, dass er recht hat. Ich glaube, man kann relativ logisch daran gehen. Ja, Seitenspiegel wüsste ich jetzt nicht, warum das. Das ist Quatsch, die Antwort sehe ich auch so. Orgelspieler jucken sollte. Den Porsche-Sitz würde in der Kirche jetzt, glaube ich, auch nicht so viel Sinn machen. Eine Hupe zu imitieren, macht wahrscheinlich noch weniger Sinn. Aber du startest einen Porsche links. Also das Startding, also Schlüssel und Co. ist halt links vom Lenkrad statt. Hat Sven Porsche? Sven ist bester Mann. Wahrscheinlich. Der liegt ja auch seine. Na, aber der schreibt ja von der Autozeit. Ja, deswegen habe ich den ja auch genommen. Oh shit. Deswegen habe ich den ja auch genommen. Oh shit, das ist smart. Ja, stimmt. Der hat was von der Autozeit. Als ich den damals von der Gamescom gekriegt habe, habe ich den Schlüssel dann hier unten rechts reingesteckt. Weiß ich nicht, vielleicht haben die das auch geändert bei den neueren Autos, aber bei den alten war es immer links. Ich mich doch einfach, kann auch sein. Das ist eine geile Sau. Sven entscheidet sich, wie Jonathan gehofft hat, für B. Der Schlüssel zur Inbetriebnahme befindet sich auf der linken Seite. Die korrekte Antwort nicht. Lautet B tatsächlich. Ja! Es ist genauso, wie gesagt, exakt Sven. So. Also ich lese einmal vor, wie bei einem Porsche üblich, befindet sich der Schlüssel links vom Spieltisch. Dies dürfte sogar weltweit die einzige Orgel mit diesem Merkmal sein. Danke an Emex Music, in Klammern cooler Dude, für diese Frage. Übrigens hätte es auch Jules gewusst. Nice. Oh. Also Jules hätte richtig geraten. Ja, das weiß ich natürlich nicht. Nein, keine Ahnung. Okay, ein Punkt für Jonathan. Ah, Sven ist einfach ein Gott. Und wir kommen zur Frage 2. Thema Religion. Ach, wir waren ja noch nicht in der Kirche. Nee, war ja gerade Thema absolutes Basiswissen, jetzt das Thema Religion. Wo wir gerade bei einer Kirche waren, passt doch eine Religionsfrage ganz gut. Wie heißt das erste der 10 Gebote des Alten Testaments? A. Du sollst nicht töten. B. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. C. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Oder D. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
A oder D? Also ich tendiere zu A. Kannst du mal kurz die Frage vorlesen? Wie heißt das erste der 10 Gebote im Alten Testament? Für die Götter. Ja, das könnte wegen dem Alten Testament, könnte das wirklich doch, G sein. Das war doch so quasi aufgeteilt, super allgemein, dann wird's immer konkreter mit Nein, Frau du sollst, du darfst und du kannst oder so ist das. Ja, war das im Alten auch schon so. War das nicht so? Ja, das ist doch quasi, das, also das sind ja die ersten 10 Gebote, das ist doch das Alte, oder nicht? Das sind die ersten so. Aber ist nicht immer, du sollst bin da nicht ganz töten, bei euch. Ganz vorne dabei. Nee, töten und keine anderen später. Götter neben mir haben, kommt später. Das kann ich mein, gut sein, ja. War Götter nicht. Weil das natürlich auch Sinn machen würde, dass Gott erstmal sagt, neben ja. mir hast du keinen anderen. Genau, also das sehe ich halt auch so. Okay. Also mir egal, wen du bummst, aber ich muss Number One sein eigentlich. Ja. Also das macht doch nichts. Ja, nehmen wir. Du hast ja Julius bestimmt getauft, oder? Da hast du ihm doch die 10 Gebote vorgelesen. Natürlich habe ich ihn nicht getauft, bin ich verrückt. Okay, Team, also ihr entscheidet euch für D. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ja. Kann ja jeder selber entscheiden. Jonathan, wer darf für dich diese Frage beantworten? Das war gerade so eine kleine Herangehensweise, um zu wissen, ob Nina viel religiös ist. Weil vielleicht Nina ist ultra religiös. Das glaube ich nämlich nicht, weil dann wäre nämlich Julius wirklich getauft. Scheiße, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die sind alle nicht religiös. Aber Happy kommt vom Dorf. Deswegen sage ich Happy, weißt du was vielleicht. Happy darf für Jonathan die Frage day. Beantworten. Oh, A ist glaube ich, das 5. oder das 6. Krass. B ist nicht das erste. C ist nicht das erste. Ich glaube, es ist das erste ist, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, verehren, irgendwie sowas. Weil ich, also, töten ist nicht eins, oder? Oh, nee, ich glaube, das ist 5, aber boah. Vater, Mutter, ehren, das würde nicht auf als 1 kommen und du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Das ist auch, das ist nicht das Wichtigste. So, nach dem Motto, das erste Gebot. Töten ist aber, glaube ich, nicht eins, oder? Ich glaube, eins, das Wichtigste ist, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, deswegen D. Wenn man sich mal so die Regentschaft der Kirche überlegt, macht das ja auch Sinn, den Leuten zuerst zu verbieten, eine andere Religion zu haben. Ja, im Zweifel tötest du nämlich für die Religion. Also, die richtige Antwort hätte ich ist auch gesagt. Antwort D, ihr bekommt alles Pünktchen. Gut. Happy hat es richtig beantwortet. Happy hat es gemacht. Oh, Happy Day. Jetzt habe ich ihn jetzt hier. Wie war das bei den anderen? Nina hätte es noch gewusst. Guck mal. Ah. Nina ist ein bisschen smart. Nina oder Happy hätte ich beide genommen. Aber gute Auswahl bisher von dir, Jonathan, weil bisher konnten die Fragen jeweils 2 Leute beantworten und du hast immer eine von diesen beiden Menschen genommen. Ich kenne auch meine Pappenheimer. Mein Suicide Squad. Ja. Frage 3. Sport. Oh Gott. Bei welcher Weite liegt der Skiflug-Weltrekord? Oh, Scheiße. Das haben wir letztens auf den Meter gesehen. Genau. Da ist die ABCD. Ja, trotzdem. A. 239 Meter. B. 253,5 Meter. C. 261,5 Meter. Oder D. 278 Meter. Das ist ja eine super Frage. Also, tut mir leid, aber. Die sind relativ, wenn man jetzt noch irgendwie 139 hätte, dann könntest du direkt sagen, okay, das ist nicht. Aber ob das jetzt 250 oder 230 Meter sind, Alter, keine Ahnung. Ich sag 200, ich stimme für 261 Komma ab. Ja. Weil eine Kommazahl hatte. Die höchste war glatt. 253 war auch Komma 5. Ja, aber die höchste war glatt. Bitte vor. Ich habe die euch jetzt einmal geschickt, weil das so schwierig ist zu merken, meiner Meinung nice, nach. Danke. Bedenkt, dass A in der ersten Zeile noch neben meinem Namen ist, wegen der Formatierung. Ich würde euch zumindest einen Tipp geben, wenn ihr den hören wollt. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr den hören wollt. Ja, hau raus. Ja, also Komma 5 oder Komma gar nichts haben die immer in den Reichweiten. Also, das heißt nicht, dass jetzt Komma 5 das Richtigere ist. Wir messen immer noch einen halben Meter. Ich weiß es selber nicht, die Antwort. nur weil ihr Metagaming spielen wollt. Aber ich weiß nicht, dass es halt 0,5 Meter ist. Das heißt, alle 4 sind möglich. Alle 4, nee, also nicht alle, weil ich halt schon weiß, welche halt auf jeden Fall nicht
also, sind oder nicht das gehen. Das Blöde ist, ich habe den Clip sogar letztens gesehen, wo der dann der Kommentator noch völlig ausgerastet ist, dass er den gestanden hat. Das ist ja mal ganz wichtig. Naja, das ist ja irgendwann so krass weit und lang. Da hat er Rückenwind gehabt und ist... Boah, keine Ahnung. Also B und C ist für mich immer noch am wahrscheinlichsten, weil es sind A, die Mittelwerte und B, das klingt irgendwie noch halbwegs realistisch. Aber ob der jetzt 253 ich gehe mal mit B, 261 komm. Ist, keine Ahnung. Ja, nehmen wir B. Ram? Ich wäre für C, aber ich bin überstimmt. Okay. Wieso ihr entscheidet C? Euch für B 253,5 Meter. Und Jonathan, wer darf für dich beantworten? Happy. Ja, mit dem habe ich schon Skispringen geguckt. Oh, Happy Day! Gucken wir mal, was Happy sagt. Oh, Happy ist schon das zweite Mal. Ne? Ja. Ich habe da auf jeden Fall, den habe ich glaube ich auch gesehen. Mir fällt diese 53,5 ins Gesicht. Aber es kann auch sein, dass hier der deutsche Rekord aufgeschrieben wurde, weil ich das so mit Freund oder wer hat den. Nee, wer hat den? Hat den Geiger oder Freund? Einer von den beiden, glaube ich, hat diesen Rekord inne. In zwei Skispringer. Und ich habe irgendwas mit 53 im Kopf. Aber das kann natürlich auch der Weltrekord sein. Da bin ich mir nicht sicher, wer den gerade hat. Ich weiß, dass Stefan Kraft mal weit geflogen ist. Österreicher. Aber hat der. Oder war das die 253? 61,5. Also ich könnte mir vorstellen, dass der 53er der deutsche Rekord ist und der 61er der Skiflug-Weltrekord. Aber ich habe diese 61 noch nicht gesehen. Also ich habe diese 53 vor Augen. Oh, die 53. 53, ich habe die irgendwie. Ich glaube nämlich, ich glaub, B ist deutsch und C ist Weltrekord. Nämlich, also deswegen nehme ich C. Alter. Er hat sich für C entschieden. Der gute Happy. Aber Happy 53. Da 53. Ich, also. Ich, es ist entweder B oder C. Okay. Deswegen kann ich da, werde ich da jetzt einen Teufel tun und wehtun. Wehtun ja. Doch. Okay. Also. Der aktuelle Weltrekord wurde aufgestellt von Stefan Kraft. Ah, Österreicher. Sehr gut. Der deutsche Rekord wurde aufgestellt von Markus Eisenbichler. Was ein Scheiß, ne? Mit einer Länge von 248 Metern. Ist hier gar nicht aufgeführt. Oh, dann könnte es 253 sein. 61 ist jetzt auch nicht so weit weg, oder? Die korrekte Antwort. Oh, doch. 20 Meter ist nochmal ein krasser Unterschied. 20 Meter? Ja, 15. Okay, 13. Ja, die 7 Meter, Peter, sind nämlich dann egal. Das ist dann Latte am Ende. Die korrekte Antwort ist B. Also. Yes. Nice. Happy hat die 53 vor Augen gehabt, er hätte sie nur nehmen müssen. Aber ich habe noch eine Minute drüber geredet. Ja. Ja, genau, ich habe fest damit gerechnet, dass er B nimmt, weil er so oft 253 gesagt hat. Wer wusste denn, Peter? Lena. Lena, ne? Lena, klar wusste das Lena. Die hat geraten. Ich glaube, das wusste sonst Kai. Also Happy ist der Einzige, der hat. Ja, aber Lena guckt doch immer Skispringen. Nee. Die ist doch selber. Die fährt doch auch selber Ski. Ja, okay, nur weil die selber Ski fährt, heißt das nicht. Die springt selber Ski. Ich fahre auch Ski und Skispringen ist einfach ultra langweilig. Das stimmt nicht. Ich glaube, wenn ich da oben stehen würde, ich hätte schon Schiss. Das glaube ich. Frage 4. Ist Ernährung das Thema? Ja. In einem der allerersten Pizzas mit Kocht habt ihr eine besondere Spezialität zubereiten müssen. Shakshuka. Achso. Ah, doch, kann ich mich aus welchem Land entstammt das Gericht Shakshuka? Oh. A. Was, Syrien. Portugal. Nee. B. Türkei. Nee. C. Nee. Israel. Oder nee. D. Kolumbien. Afrikanisches. Israel. Kein afrikanisches dabei. Und was ist für Afrika? Portugal, Türkei, Israel oder Kolumbien. Moment, kannst du die Frage nochmal vorlesen? Aus welchem Land kommt Shakshuka? Okay, schade. Israel hätte ich jetzt einfach mal. Ich hatte gesagt. Im Kopf, das wäre was Afrikanisches. Was für ein Fleisch ist Shakshuka gewesen? Da war, glaube ich, gar kein Fleisch drin. War das nicht dieses Tomatensoße? Das war mit dem Ei. Das war das Tomatensoßen-Ding, wo das Ei drüber kam. Wo ich so ein Gesicht aus zwei Eieraugen gemacht habe. Vielleicht war da Hackfleisch drin, also wenn es hochkommt. Tja, dann gehen wir mit C.
Also Portugal würde ich, glaube ich, sogar ausschließen. Ja, Portugal würde ich auch ausschließen. Das war auf jeden Fall was weiter weg, nicht europäisches. Kolumbien. Türkei würde ich auch ausschließen, glaube ich. Aber guck mal, geh mal vom Namen, Shakshuka. Das klingt jetzt irgendwie Maya-mäßig. Also Kolumbien würde da auch gut passen. Was? Sucuk gibt's doch auch zum Beispiel. Das ist einfach nur Osteuropa. Shakshuka. Für mich irgendwie. Ja, und Sucuk ist sogar noch eine türkische Wurst. Das ist genau, das ist einfach eine türkische Salami-Wurst da. Ja. Also Shakshuka, Sucuk. Okay, dann also halt ich würde von der Aussprache her würde ich sagen, würde ich die Türkei jetzt nicht ausschließen. Das heißt nicht, dass die Türkei ist, aber die würde ich jetzt nicht deswegen wegtun. Ja. Israel fand ich aber, weiß nicht, da hat mein Bäuchlein auch kurz gegrummelt bei Israel. Ich würde Israel nehmen. Ich muss mal ein Wort unterschreiben, ihr macht das. Was? Klar, wir nehmen C. Wir nehmen C, solange das Sendmann unterschreibt. Ihr sagt, ich bin eh überstimmt, macht das. Okay. Ah, das ist ärgerlich, dass Sepp da nicht noch ein bisschen mehr reingelabert hat. Nee, ich muss dir was unterschreiben, Jonathan. Ich weiß es, Jonathan? Ja, Israel ist richtig, aber wer weiß das jetzt? Jules, ich kann dir sagen, Nina hat das nicht gegessen. Essen, aber der macht viel so asiatisches Essen. Der isst jeden Tag Okonomiyaki gefühlt auf Instagram. Aber Sven, könnte ich mir vorstellen, hat das zumindest gesehen, die Folge. Bei Happy bin ich mir auch sicher, dass er das gesehen hat, aber Happy will ich nicht eigentlich rausstreichen, weil der halt der Sportexperte ist mit. Ja, das wäre dann dein letztes Mal Happy Fußball theoretisch. Ist. Ja, ne? Das ist halt. Aber wäre außer nicht eine richtige Antwort. Ich veto den rein. Das ist richtig. Deswegen nehme ich. Oh, Lena hat das auch, glaube ich. Lena guckt, glaube ich, auch mal die Pizza mit Kurz. Nina guckt auch eigentlich alle. Ja, aber die hat das nicht gegessen. Das ist die Frage, ob sie dann weiß, wo das herkommt. Wenn du schon Kolumbien sagst. Ich sag Lena. Ich nehme Lena. Okidoki, Lena, dein erstes Mal Lena. Also ein X da für dich und wir sind bei Frage 4. Pete's Meat kocht Shakshuka. Ist das überhaupt richtig ausgesprochen? Scheiße. Keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, woher es kommt. Aber sag einfach C, Israel. Ja! Als nice! Lena! Beste! Ich veto nicht! Ob sie das tut. Nice, Lena! Ja! Hättest du nicht mal das NDA mit ihr unterschreiben können, dass sie keinen C sagen darf? Lena sagt C, Israel, genau das gleiche wie die drei Jungs. Und die richtige Antwort ist in der Tat Israel. Das ist absolut korrekt. Beide bekommen einen. Also cool Punkt. Für uns. Ich wollte gerade sagen, wir haben eine richtige Antwort. Also, wir haben es richtig gemacht, aber trotzdem keinen. Ja, aber wir haben ja keinen Vorteil. Ja, aber den haben wir ja nie, wenn die gleiche Antwort genommen wird wie unsere. Also, nee, deswegen können wir ärgere ich mich besser machen, als richtig zu antworten. Nee, das ist richtig, aber ich ärgere mich darüber, dass der dasselbe genommen hat. Also, Shakshuka ist eine Spezialität der israelischen und, ihr habt ja eigentlich nur darauf gewartet, nordafrikanischen Küche. Besonders die pochierten Eier werden wahrscheinlich in Erinnerung bleiben. Das war so eklig, ey. Ey, Shakshuka war mega geil. Ich hab da gar keine Ahnung mehr von. Das war nicht geil. Okay, krass. Ich würde jetzt gerne die Bewertung gucken, ob Peter wirklich so gut bewertet hat. Doch, das war gut. Also, das war jetzt keine 10, aber das war schon ein gutes Frühstück. Im wow, was würdest du sagen, welche Nummer war das? Das war 2 oder 3, das war ganz relativ vorne. Früh. Ja. Ja. Nee, ich glaube, wie viel Peter gegeben hat. Wenn er sagt, das war mega geil, aber doch nicht, würde ich sagen, hat er dem eine 7,5 gegeben. Wir haben doch am Anfang noch gar nicht bewertet. Ich habe da irgendwann damit angefangen. Ich glaube, wir haben Shakshuka noch gar nicht bewertet. Ich habe damit angefangen, aber ist okay. Stimmt. Frage 5 lautet im Thema Pizza Meat. Bleiben wir doch thematisch bei Pizza Meat und Kochen. Wie viele Kräuter befinden sich laut offiziellen Pizza Meat Angaben im Pizza Meat Kräuter der Provence Schnittchenstreu? Also wie viele Kräuter sind in dem Schnittchenstreu? Mein Gott. A. 7, B. 11, C. 13 oder D. 15? Tja, das ist eine gute Frage. Italienische Kräuter sind da drin, Peter, oder? Keine Ahnung. 11?
Ey, von mir aus. Ich weiß es überhaupt nicht. 7 erscheint mir zu wenig. Salz ist ja schon mal nicht drin, ne? Ist das ein Kraut? Ja, aber kann ja trotzdem Salz drin sein. Da ist Salz drin. Ja, aber da zählt das ja nicht, oder? Da ist Salz drin. Also ist die Frage nach Kräuter. Wie viele Kräuter befinden sich im Pizmeat-Kräuter der Provence? Ich dachte, was hinten drauf steht an Zutaten. Okay, inwiefern ist Salz gerade überhaupt wichtig? Nee, ich dachte, es geht um die Zutaten einfach nur und nicht spezifisch um Kräuter. Entschuldigung. Also? Herr Peter, such dir mal aus. B, C oder D? 13 und 15 klingt irgendwie heftig viel. Aber also kann 13 kann auch sein. Ich meine, das ist jetzt nicht so weit weg von 11. Aber ja, aber 11 finde ich eigentlich auch schon viel. Also so Bauchgefühl hätte ich gesagt. Ja, das ist ja schon fast 7, oder? 8, 7 könnte halt auch sein, ne? Ich habe gar keine Ahnung. Ich gar nichts wissen. Wenn ihr 11 sagt, dann lass mit 11 gehen. Du, mein gut, Bauchgefühl sagt mit Christian. Können wir 13 nehmen. Irgendwas müsst ihr nehmen. Nur nicht das Falsche. Dann stimme ich für 7. Dann bin ich für 11. Ja, geil. Bram. Ich nehme 13. Ja, perfekt. Dann nehmen wir 11. Nice, Mitte. Ey, wir nehmen Münze schmeißen. Nein, das ist doch okay. 11 ist doch genau die Mitte. Das ist doch mega. Ist doch nicht die. 11 ist die Mitte von euren Antworten, theoretisch. Genau. Wenn du tatsächlich 10 nehmen würdest. Ist okay. Den nehmen würde, wäre 11 auch, wenn du den Durchschnitt nehmen würdest, näher dran. Ich bin mit bei A. Wurde gerade entschieden. Okay. Dann nimm dir A. 7. Okay. Jonathan. Fein für mich. Na, wenn Christian das auch nicht weiß, dann ist die Frage, ob Jules das weiß. Wenn, dann haben das ja die zwei eher am ehesten angeleiert, sage ich jetzt mal. Aber ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht. Ich guck doch nicht da drauf, wie viele Kräuter da drin sind. Hauptsache, das schmeckt geil und das tutet. Also unsere ist gestern leer gegangen, Jay. Und Julius möchte das immer riechen. Also vielleicht weiß Nina das. Julius möchte es immer riechen. Nee, Jules weiß das. Jules ist am wahrscheinlichsten, dass er das mal irgendwie aufgeschnappt hat und warum auch immer sich sowas gemerkt hat. Seine Antwort geht gleich los mit, oh, puh, keine Ahnung. Also wählst du Jules, ja gut. Ja. Ich bin ja gespannt. Also wenn Jules das weiß, wäre krass. Der hat damit nämlich, glaube ich, noch nichts zu tun gehabt. Nur kurz gucken, was seine... Da ich nicht nachgeguckt habe, weil das wäre Schummeln, kann ich nur raten und ich sage die B11. Alter, gut gehört. Oh, Aufnahme beenden. Raten. Nur Aufnahme beenden. Ausaufnahme beendet. Ja, ich veto nicht. Ich weiß nicht. Du vetest nicht, okay. Ja. Als allererstes, ja, jetzt kann ich ja offen reden, jetzt ist ja alles eingeloggt, sind in unserem Schnittchenstreu ist kein Salz. Ah. Sondern ist das ohne. Da sind Kräuter drin, Röstknoblauch gehackt, da sind noch zusätzlich Gewürze drin mit Paprika und Chili und Knoblauchgranulat. Und die Kräuter, nach denen hier gesucht werden, sind Rosmarin, Oregano, Bohnenkraut, Thymian, Majoran, Petersilie, Lavenderblüten. Scheiße. That's it. Ja! Scheiße, sie. Oh, ich dachte, du erzählst doch weiter. Nope, ich hab's vielleicht so gesagt. Ah, kacke. Aber es sind 7. Absolut korrekt. Sehr gut. Von euch getippt. Wir waren uns ja auch einig. Ich hätte auch happy gewählt. Richtig beantwortet, sagen wir mal so, hätten es Nina und Sven, by the way. Hab ich dir doch gesagt, Jonathan, du musst einfach auf mich hören. Ich muss einfach auf dich hören. Drop ich hier Knowledge für dich und dann... Drop it like it's hot. Frage 6. Wir sind im Bereich Thema Kinderbuch. Geil. Dafür ist Nina da. Welcher von Astrid Lindgren erschaffene Charakter oder Charakter sammelt selbstgeschnitzte Holzmännchen? Okay. A. Mädchen aus Söderberger. B. Ronja Räubertochter. C. Pippi Langstrumpf. Oder D. Kalle Blomqvist. Das ist keine Ahnung. Michel. A. Login. Okay. Dann nehmen wir A. Er wird immer weggesperrt in seinen Schuppen und dann muss er halt irgendwie sich beschäftigen. Dinger, das sammelt, keine Ahnung. Gut, Sepp weiß scheinbar Bescheid. Habt ihr das Julius zufällig letztens vorgelesen? Nee, das hat er, sowas guckt er noch nicht. Das ist das nicht eine Serie zum Gucken? Ich nehme Nina. Das ist eine Serie zum Gucken.
Ich habe keine Ahnung. Das sind aber auch Bücher. Ich dachte, der fliegt mit den Gänsen. Ist das nicht Willen? Exakt der gleiche Witz, den wir letztes Mal auch dazu gemacht haben. Michel fliegt nicht mit den Gänsen. Ich habe keine Ahnung, Alter. Also Jen und Nina, okay. Ja, Nina. Die weiß das. Aber Nina ist eine Frau von Welt, die kennt, glaube ich, Michael auch. Ja, ja, würde ich auch sagen. Oh, ja. Okay, ich kenne zumindest alle Charaktere bis auf Kalle. Den kenne ich nicht. So, Pipi hat bestimmt nicht geschnitzt. Michael hat auf jeden Fall mal in seinem Schuppen gesessen. Hat er dabei geschnitzt? Bestimmt, ich sag Michael. Oh, Nina! Sehr gut, Mann! Nina! Voll betrogen, also, ich bin mir relativ sicher, so sicher wie Sepp ist, dass ich nicht wehtun möchte bei der Antwort. Okay, ihr sagt beide Michel aus Lönneberger und das ist absolut korrekt. Auch die Herleitung, immer wenn er etwas angestellt hat, was ja dauernd war, musste er in den Holzschuppen und da hat er dann geschnitzt. Also, der hat was angestellt, wurde in den Schuppen gesperrt und da hat er dann ein Messer gefunden. Ja, das ist quasi der Schuppen von seinem Vater und da ist so eine Werkbank drin und Holz und dann... Das hätten alle gewusst, bis auf Happy. Happy, mein Gott, Happy, ey. Kann Happy da verstehen. Eieiei. Frage 7. Wir kommen in den Bereich von Kunst. Welcher Maler erschuf die Sternennacht, das Gemälde? A. Edvard Munch, B. Pablo Picasso, C. Claude Monet oder D. Vincent van Gogh? War das Monet? Klingt nach Monet. Klingt hart nach Monet. Ich bin jetzt auch auf Anhieb, war Monet mir auch am sympathischsten. Dürfen wir jemanden anrufen? Nee. Schade. Wen würdest du denn anrufen von den Fünfen? Auto mich einfach mal und hätte jetzt gesagt, ich von Edvard Munch fällt mir nichts ein. Also Van Gogh könnte vielleicht auch noch sein, aber irgendwie bei Monet hat es Klick gemacht, da gebe ich euch recht. Okay, immer. Also nehmen wir Claude Monet. Ja, das klingt so, als hättet ihr alle drei da, als wenn euer Bäuchlein gesagt hätte, der Monet ist es. Claude war. Ich reiche also sie. Übergeben wir jetzt an Jonathan, der jemanden aussuchen darf. Wie hieß das denn nochmal? Alter, die Kinder haben gerade geschrien. Imperialismus oder sowas? Nee, nicht Imperialismus. Brutalismus. Ja. Nee, Naturalismus gab's dann. Das ist aber nicht das, was Claude Monet gemacht hat, sondern er hat da immer das mit diesen fließenden Flüssen und diesen Strichen gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ja, aber so ähnlich. Irgendwas mit Ismus. Dickfigures hieß das. Boah, wer hat Ahnung von Kunst? Ich würde eine der Damen nehmen, weil ich glaube, dass die zumindest mehr Bock hätten auf Kunst als die Männer. Was soll das denn jetzt heißen? Guck dir doch mal Jules an seinem Urlaub. Das schon die ganze denken, Folge so ein Klischee denken. Das bringt einem auch trotzdem mal voran. Ja, wir sollten alle so denken. Was? Du kannst beide noch zweimal nehmen. Ja, Lena ist bei mir aber die Naturwissenschaftsexpertin und Nina ist bei mir die Kinder- und hier so Harry Potter-Zeug-Expertin. Fantasy. Und ich glaube, Natur ist größer als das, was halt, also vielfältiger als das, was halt Nina für mich als Expertin jetzt ist. Und deswegen sage ich Nina. Oder weil war wir auch gerade ein Kinderdings hatten. Ganz versteckter Diss gerade. Ja, ich hab das schon gehört, aber ist okay. Ey, meinst du, die hat viel Ahnung von Naturwissenschaften oder was? Also, Fantasy ist auch ein großer Nina. Bereich. Ich hab Nina zweimal, ich hab Nina vorher zweimal genommen als Lena. Weil ich für die Fragen besser zu ihr passen. Ist okay. Das sehen wir jetzt. Hoffe ich. Okay, Kunst bin ich auch raus. Ach, scheiße. Ich kenne immerhin Vincent van Gogh und Picasso. Die anderen kenne ich nicht mal. Oh. Vincent van Gogh hat gute Bilder gemalt. Der hat bestimmt auch Sternennacht gemalt. Ja. Ja, Nina entscheidet sich anders als die drei für Vincent van Gogh. Ich veto auf, boah, nehme ich jetzt Lena? Hat Lena nicht Kunst studiert? Nein, hat die nicht. Während die Skifahren war? Ja, vorher. Vielleicht weiß ja doch einfach keiner von denen. Also ich möchte vetoen, Peter. Das heißt, ich darf vetoen? Weil du hast gesagt, sonst sagst du das an.
Ja, ich wollte mir jetzt erst noch anhören, wen du nimmst, aber Veto ist falsch. Oh, ja, geil, das heißt, wir sind falsch. Oh nein. Dann heißt, ihr seid kriegt trotzdem falsch, Punkt. Nice. Aber ihr kriegt trotzdem einen Punkt. Das ist gut. Das ist doch so ein Quatsch, ey. Jetzt darf ich nicht mal mehr vetoen. Ich hab mich gerade gefragt, ob es bei dir bei dem Punktestand überhaupt Sinn macht, zu vetoen. Nee. Ja, weil also, ich halt Punkte haben wollte, halt, damit ich, weil ich halt dachte, dass Claude Monet die halt, richtige Antwort ist. Wenn wir halt immer die gleiche Antwort haben, würde es gar keinen Sinn machen, zu vetoen. Also macht es eigentlich nur Sinn, zu vetoen, wenn wir unterschiedliche Antworten haben. Ja, also, der. Ja, ja. Ja, vor allen Dingen, wenn Jay denkt, die Antwort zu wissen. Und die ja, Antwort aber also so sicher war es bei Monet jetzt auch nicht. Ich wäre auch bei Monet gewesen. Der Stil ist übrigens der Postimpressionismus, beziehungsweise eine frühe Form des Expressionismus. Also ja, das ist gerade der Übergang. Fast Imperialismus, ne? Da dran. Und das Bild hängt seit 1941 im Museum of Modern Arts in New York. Hm. Da waren wir, Christian, haben wir gesehen. Weiß also Lena hatte da die richtige gesehen, Antwort. Ja. Lena hätte übrigens auch die richtige Antwort gehabt, genauso wie Jules. Ja, Frage 8. Das ist belastend. Ja, ist es auch. Weißt du, da wirst du gestraft, dass du wehtun hast. Das müssen wir nochmal anpassen für die nächste Folge. Du bist ja nicht bestraft. Du hättest ja nur wir müssen anpassen, dass Jonathan auf jeden Fall gewinnt, glaube ich. Ich finde schon, dass man es anpassen muss. Aber das müssen wir jetzt nicht besprechen. Frage 8, Geschichte. Im selben Jahr wie die Erschaffung der Sternennacht fand noch ein anderes Ereignis statt. Welches Bauwerk wurde im Jahre 1889 eröffnet? Der Eiffelturm. A. Das Brandenburger Tor. B. Der Eiffelturm. C. Christo Redentor. Oder D. Taj Mahal. Taj Mahal ist älter, Christo Redentor. Aber Taj Mahal wurde super spät erst fertiggestellt, ne? Wird auch beim Eiffelturm. Also Eiffelturm bin ich auch, aber nur Taj Mahal hat echt lange gebraucht, bis es fertig, also bis das ist richtig, aber ist das, nicht erst, ist das nicht 1900 sogar dann fertig das geworden? Das kann sogar sein. Ich wollte nur zu, also, ja, das Eiffelturm nehmen. Das Brandenburger Tor ist nicht Kölner so alt. Dom bauen die immer noch dran. Das ist ein Tipp von mir. Ja, Brandenburger also ich Tor bin auch halt auch Eiffelturm sein, ne? Bei euch. Okay. Warum sollten die den Eiffelturm 1886 dahingestellt haben? Als Zeichen, dass die damals in der Lage waren, sowas zu bauen. Sehr gut, nehmen wir. Gut, ihr habt euch für den Eiffelturm entschieden. Ist das nicht einfach ein Funktower gewesen? Dann wird das auch passen. Der Eiffelturm war doch der Funktower. Dann wird das ja auch passen. Also Radiofunk und so ein Shit. In der 18. Jahrhundert war ja technische... Das war 19. Jahrhundert. Meinte er. Strom und so weiter, Ende 18. Jahrhundert. Ende 18. Jahrhundert. 1880 ist 19. Jahrhundert. Richtig. Ja. 1880 wäre 19. Jahrhundert. Okay, dann Ende 19. Jahrhundert. Ja, würde aber trotzdem passen mit der Entwicklung von Strom und so weiter. Jonathan, wer darf für dich die Frage beantworten? Wofür ist das Brandenburger Tor eigentlich gut? Also, wofür war das gut? War die Mauer von Berlin, oder? Ja, die war da dran. Aber das ist ja nicht, also die haben das ja nicht 1940 dafür aufgebaut. Ist das nicht einer der, ist es nicht quasi ein Triumphbogen, so. Nur in Germany? Nee, wann die Mauer gebaut? 61. 45? Oder so. Aber war an der Stelle nicht auch ursprünglich mal Berlin zu Ende? Ich hab keine Ahnung. Und es guckte Peter, nach Brandenburg? Und nachher ein bisschen Knowledge droppen, geht das? Ein bisschen. Okay, also, ja, wer könnte sowas wissen? Bauwerke. Noch darfst du allem nehmen. Ja, wie viel? Sven habe ich noch zweimal. Richtig. Nina einmal. Richtig. Lena zweimal, Jules zweimal, Happy einmal, ne? Richtig. Wer kennt sich denn mit... Ja, meinst du, hat der... Jules war doch gerade am Eiffelturm auch. Keine Ahnung. Der kann dir Lena bestimmt sagen. Lena war beim Eiffelturm. Lena. Okay, du nimmst Lena. Frage 8. Danke für Lena. Den Tipp, Sepp. Ja, Lena war in Paris. Ich meinte, Jules war da, aber... Nein, okay. Das ist am 5. im Mai angeantwortet worden. Deshalb, Jules war ja auch gerade erst da. Ja, aber da sind doch neue Fragen auch bei. Scheiße. Das sind die letzten 5, sind die neuen Fragen. Ich habe keine Ahnung, welches Bauwerk 1989 eröffnet wurde. Ich glaube aber, dass das Brandenburger Tor älter ist. Aber sag dann einfach B. Eiffelturm.
Mit einem Zwinkern, weil sie es wusste. Das ist belastend. Jay, ich würde ein Veto nehmen. Darf ich ja nicht mehr. Das ist ja auch nur eine Sache, dass ich lieber öfter Veto nehme. Ja, genau. Nein, könnte. Der macht mir doch Strafpunkte jetzt. Also, darfst du aber diese Folge nicht. Du hast dein eines Veto bewusst gezogen und das leider zu einem falschen Zeitpunkt. Da musst du jetzt drüber hinwegkommen. Und ihr habt beide B gewählt und B ist korrekt. Ihr bekommt nice, Team. Hätte aber auch Eiffelturm genommen. Ja, also, ich kann euch sagen, der Taj Mahal, das wurde schon 1648 eröffnet. Okay. Aber da wurde doch irgendwas noch später gemacht, also oder nicht? Steinalt und schon hunderte Jahre offen. Wir haben öfter mal gewechselt, wofür das Taj Mahal benutzt wird. Aber das kann natürlich sowas sein. So viel, so weit, ich kann euch nur die Eröffnungsdaten nennen. Ja, das hat doch damals der hier Sultan, nee, wie heißt das in Indien? Ich weiß nicht mehr, wie der Punjabi. Der hat das doch genutzt für seine Frau, weil die gestorben ist. Da war doch mal ein Grabmal. Der war, genau. Dann kam das Brandenburger Tor 1791 schon. Wofür das jetzt da war, weiß ich nicht. Dann kommt 1889 der Eiffelturm und die Christusstatue wurde erst 1931 da auf dem Berg vor Rio eröffnet. Was? Frage 9. Thema TV. Wer moderierte die erste Ausstrahlung von Wetten, dass? A. Thomas Gottschalk. B. Frank Elstner. Günter Jauch. Frank. C. Frank Elstner. Ja. Oder D. Wolfgang Lippert. Alles klar, ja. Frank, ab dafür. C. Alles klar. Easy peasy lemon squeezy, sagten sich die drei. Und Jonathan, was denkst du? Das wissen die aber auch. Ich würde auf jeden Fall die Älteren nehmen. Also so was wie Sven und Jules. Die alten Uhren. Das sind doch genau die beiden, die du noch jeweils erst einmal benutzt hast. Hey, Sven guckt Fernsehgarten, da weiß ja, halt der Sven wohl. Sven guckt auch viel Fernsehen, das weiß der Sven, ja. Würde ich auch sagen. Okay. Da kommen immer so Nerd-Fragen für Jules. Den habe ich mir letztes Mal auch so lange aufbewahrt und dann kamen die irgendwelche also Nerds. Also bevor Peter das jetzt sagt, aber ich würde tippen, dass Jules das auch weiß. Ich würde auch tippen, dass er das weiß. Ich dachte, weil hätte jeder gewusst. Das ist nicht der Fall. Nee, das weiß nicht jeder. Nee, ich sag ja, also das muss man nicht wissen. Wir sind ja auch nicht alle so alt. Ja, aber ich habe Frank Elstner nie gesehen als Moderator. Damit hat er ja auch nichts zu tun. Ja, aber da zu der Zeit, gesehen, wo wir noch Fernsehen geguckt haben, hat uns noch Wetten, dass interessiert. Und ja, aber da war das schon Thomas Gottschalk. Ja, aber dadurch weiß man das dann ja eher noch. Lena ist 10 Jahre jünger als wir. Ja, stimmt, die Sendung gibt's ja gar nicht mehr, ne? Ja. Außer die kommt also, irgendwie jetzt. Aber in den letzten 10 Jahren gab's die doch noch mit Markus. Ja, einmal dann. Oder so, okay, aber früher kamen die doch irgendwie jeden Monat. Ja, aber mit Markus Lanz kam die doch regelmäßig. Ja, als meinst du, Lena hat die sich Markus mit 8 angefangen. Ist doch auch total egal, man muss das doch trotzdem nicht unbedingt wissen. Markus Lanz hat denn das gemacht? Wir wissen ja gleich, wer das weiß. Vielleicht weiß das ja auch Sven nicht. Dann weine ich. Gucken wir mal, was er sagt. Der weiß das. Also ich glaube, Wetten, dass war ja die Show für Frank Elstner. Ah, sehr Thomas gut. Thomas Gottschalk war ja später. Lippert war, glaube ich, nicht lang. Jauch hat es nie gemacht. Ja, also wenn du Wetten, dass hörst, denkt man eigentlich an Elstner oder Gottschalk. Und Gottschalk war am Ende. Klingt falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich gehe davon aus, Frank Elstner müsste das gewesen sein. Nice. Hey, gut, Sven. Wieder beide die gleiche Antwort und erneut korrekt. Weiß. Wir sammeln hier Punkte um Punkte. Hätte Jules das gewusst? Ja. Alle bis auf Lena hätten es gewusst. Ja. Also ich finde, so. Da kann man Lena auch nicht einen Vorwurf machen, das muss man nicht. Nee, kann man auch nicht. Muss man auch nicht. Frage 10. Also, by the way, übrigens gibt es seitdem 216 Episoden, seitdem Frank Elstner die Idee der Show hatte und sie am Anfang auch noch moderiert hat. Das Frage aber auch, 10. Frank Elstner ist aber auch ein Brain gewesen für die TV-Geschichte. Das war der Stefan Raab der 70er. Ist so. Oder 80er. Der ist halt echt krass gewesen. Thema Ernährung. Besonders Thomas Gottschalk überzog seine Sendung bekanntlich so lange, dass man oft etwas Zusatzkoffein brauchte. Wie viele Tassen Kaffee trinkt der durchschnittliche Deutsche pro Jahr laut Statista im Jahre 2021? Das ist jetzt die erste Frage für 900 mich, die man halt ein bisschen nicht wissen kann, sondern einfach nur schätzen muss. Ja, weiß ich, ja. Also ich wäre so bei 700 bis 800, ja. Feder? Antwort A ist 80. Antwort B ist 120. Antwort C ist 450. Und Antwort D ist 1200. Welche für D? Dann bin ich bei C. Ich finde das viel zu viel.
pro Jahr? 1200? Ja, durchschnittlich, der Durchschnittsdeutsche durchschnittlich pro Jahr. Ja, geht's da um Erwachsene oder auch Kinder mit einbezogen? Kinder? Ich bin kurz an der Tür, aber ich wäre für dich. Ja, also Kinder können ja auch schon Kaffee trinken, ne? Ist die Frage, ob man denen das will, geben will. Kann ich euch jetzt nicht so ganz sagen. Hier steht der durchschnittliche Deutsche. Mein Neffe hat die auch schon sich gegönnt mit 14. Aber nicht mit 12 oder also mit 80. 80 erscheint mir viel zu wenig. Das ist aber viel zu wenig. 1200 erscheint mir viel zu viel. Ja. Also dann, würdest du ja irgendwie vier Tassen, jeder Deutsche vier Tassen pro Tag trinken. Ich wäre nicht mal A. Krass. Also ich habe auch irgendwie vor 2 Monaten habe ich komplett aufgehört, Kaffee zu trinken. Seit ich irgendwie morgens früher aufstehe und so ein Kram, brauche ich das nicht mehr. Seit du weniger schläfst, brauchst du weniger Kaffee. Ja, seit ich halt morgens Sport mache und dann wach bin, brauche ich keinen Kaffee, das stimmt. Das tut, glaube ich, gut. Also wenn du jetzt dann so mit dem Koffein dann kickst, ey, das geht, glaube ich, dann richtig ab bei dir. Aber ja, B oder C, stimmt. Also, Also wenn die Kinder da mit reinzählen, dann wäre ich schon eher bei B, sonst. Aber es macht ja keinen Sinn, warum sollten Kinder außen vor sein bei. Aber es ist ja schon, die Frage zielt ja schon auf den Durchschnitt ab, oder? Wie viele Tassen Kaffee trinkt der durchschnittliche Deutsche pro Jahr? Das würde dann, was heißt denn der durchschnittliche Deutsche dann? Weil ja, der Erwachsene oder durchschnittlich würde ja auch mehr als eine Tasse pro Tag sagen, aber das zielt ja nicht auf jeden ab, sondern nur auf den durchschnittlichen Deutschen. Sagen die Kaffee trinken mehr als eine am Tag. Ja genau, ist das dann schon so berücksichtigt? Ja, wenn du halt stimmt. 2 trinkst und ich keine, trinken wir im Durchschnitt eine. Ja, aber sind wir dann, wer ist dann der durchschnittliche Deutsche derjenige, der eine trinkt? Ja. Ich auch. Also wenn wir Kinder mit reinrechnen, wäre ich bei C. Dann fände ich 450 ganz schön viel. Warum findest du 450 viel? Naja, weil du halt dann Leute hast, die halt gar keinen Kaffee trinken, weil glaube ich eine ganze Menge sind, aber auch eine ganze Menge Leute hast, die Kaffee trinken und... Ja. Genau, aber selbst wenn ich sagen würde, von 80 Millionen Leuten trinken nur 20 Millionen Kaffee, sagen wir, ja? Nur ein Viertel trinkt Kaffee. Jeder Kaffeetrinker trinkt meiner Meinung nach mehr als eine Tasse am Tag. Deutlich mehr teilweise. Also müssen die ja nur 4 Tassen trinken, damit du trotzdem auf mehr als 1 kommst, bei 365 Tagen. Das wäre meine Herangehensweise. Deswegen wäre ich dann für C, wenn die Kinder mitzählen. Die müssen mehr als 4 trinken, damit die auf den Durchschnitt kommen von einer. Genau, und eine bei 365 Tagen wäre halt 365 Stunden. 365 ist viel näher an 450 als an 120. Und ich bin 4 noch weniger. Das ist okay, dann wären wir bei C, oder? So wäre ich rangegangen jetzt. Deswegen würde ich für C abstimmen. Okay. Auch fein. Gut. Ihr nehmt C. Ich sage das B oder D, weil das so ähnlich ist. Meta. Aber du kannst es nicht sagen, ich kann es nicht anders sagen. Machen. Hast noch alle zur Auswahl? Ja. Den habe ich noch 2-mal. Jules. Ja, Jules trinkt Tee. Ja, ich habe keine Ahnung, ob Nina viel Kaffee trinkt. Trinkt Tee. Aber das ist halt auch so eine Sache, da muss man logisch dran gehen oder da sollte man logisch dran gehen. So wie bei dem Porsche und das hat Sven gemacht. Deswegen sage ich auch einfach nochmal Sven, der geht da logisch dran. Der trinkt Tee. Sven, ja, aber Folge selbst 10. Wenn, dann geht er trotzdem da logisch dran. Ja, Frage 10. Gucken wir mal. Siehste? Er geht da logisch dran. Er überlegt. Kaffee. Viele Menschen trinken 1 bis 2 Tassen Kaffee am Tag. Ich trinke gar keinen. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. 365, wenn es eine ist, ein bisschen mehr, wenn es 2 sind, im Schnitt 1200 ist viel zu viel, 120 wäre ja viel zu wenig dann muss es eigentlich rein logisch 450 sein. Siehst du? Nehme ich rein Antwort logisch. C, 450. Oder noch was? Nee. Guckt sich aber nur um. Er muss ja erstmal auf die Aufnahme beenden. Ja, wenn ihr immer die gleichen Antworten gebt, dann tut sich natürlich nichts bei, egal ob ihr richtig liegt oder nicht. In dem Fall liegt ihr richtig. Ich hätte gewählt tot. Ah, okay. Was ein Glück. Hättest du wieder falsch gewählt. Ja, ich hätte gesagt Meter. Ja, nee, C ist korrekt. Also jeder Deutsche verbraucht im Jahr etwa
5,4 Kilogramm, das macht etwa 164 Liter oder auch 450 Tassen. Was? Ja, krass. Happy, Nina oder Sven hätten es gewusst. Damit ist Sven für dich jetzt raus. Ja. Weiß ich also schon, wer logisch an die Sache rangeht. Happy, Nina und Sven. Jules und Lena nicht. Gut. Frage 11. Wow. Für welche Spielereihe erschien, Thema Gaming, für welche Spielereihe erschien im Jahr 1996 eine extra Junior-Version, bei der Grundschüler ihre Lese- und Rechenskills trainieren konnten? A. Mario, B. Zelda, C. Pokémon oder D. Rayman? Rayman glaube ich nicht. War das nicht Pokémon, Pikachu? Ich könnte irgendwas? Mir vor. Wann war das? 1996. Ist das nicht zu früh für Pokémon? Das wär, ja, das stimmt. Ne, Moment, ich habe Pokémon auf dem Gameboy aber schon gespielt. Stimmt. Ja, dann wär Pokémon, weil das genau den Hype mitnimmt. Was war also das ich habe irgendwie Super Mario Pokémon-mäßig. Super Mario kann schicken. Ich mir halt vorstellen, irgendwie und Pokémon. Also Rayman ja. ist irgendwie zu. Neu. Zu, also der ist neuer, oder? Der ist, hätte ich auch gesagt, ist neuer als 96. Wer war der vierte? Entschuldigung, Peter. Ja, Rayman wäre das vierte. Ich wollte Zelda war irgendwie auch nicht. Also Zelda war gab's noch. Zelda. Ach so. Ja, Rayman wäre D gewesen. So. Das war also, Pokémon. A. Mario, B. Zelda, C. Pokémon oder D. Rayman. Also ich würde Mario oder Pokémon sagen und irgendwie 96 haben die bestimmt versucht, die Pokémon halt mitzunehmen. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber Mario kann auch sein. Die haben ja öfter. Mario kann sein. Die haben ja öfter solche Sachen da. Ausprobiert. Auch hier so Mario Paint und so ein Kram. Zu der Zeit kam auch Dr. Mario raus. Oh. Aber das hilft uns gar nichts dafür, das wissen. Ist Dr. Mario dann rechnen und lesen? Nee. Nee, Dr. Mario ist so wie Tetris. Ja. Ich weiß es nicht. Das ist wie Tetris. Nicht, nur nicht dass wir nachher Dr. Mario sagen und dann sagt Peter nachher, ah, Dr. Mario kam raus, weil das ist nämlich das richtige. Nee, Antwort. Aber ich war gerade überlegen, ob die da so educational Kram gemacht haben, weil ich gespielt habe oder so, weil den Gameboy habe ich echt. Ich hatte viele Gameboy-Spiele. Ja, let's go mit Pokémon. Pokémon. Also ich würde ja B nehmen. Ihr habt euch für Pokémon entschieden. Jonathan. Nein. Okay, verdammt, ich wollte Bram nur triggern, dass er vielleicht dann doch jetzt B nimmt, weil ich B sage. Ja, könnte Dr. Mario vielleicht sein, dass der da irgendwie so ein bisschen was vorrechnet. Oder ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das Ubisoft ist, weil die das ja auch mit Assassin's Creed halt zum Lernen gemacht haben. Vielleicht haben sie mit Rayman, du musst ja diese Viecher aus den Käfigen befreien. Irgendwie in dem Käfig sind 3, in dem anderen 2. Wie viele sind es insgesamt, die Rayman jetzt befreit? 5. Jules. Jules bei Gaming, Frage 11. Endlich! Ja, endlich mal was Nerdiges. Alter. Da Mario im Hintergrund. Ich dachte direkt, ich habe keine Ahnung. Das ist super easy, denn das Spiel habe ich für PlayStation 1 in meiner Sammlung und zwar Rayman. Da kommt man dann was? Verschiedene Sachen was? Lernen. Das ist doch schon so alt. Also Rayman Junior hatte da einige sehr lustige Auswüchse. Von Mario gab es natürlich auch so Tippsachen und dieses Zeitmaschinen, ich glaube, das ist bei uns hierzulande erschienen, von daher Rayman. Kacke. Das ist Jules Antwort. Das ist, ja. Ich mag meine 5 Pappenheimer hier. 96 war die PlayStation schon draußen? Ja. Genau. Wann kam die denn dann raus? 95? 95. Glaube ich, oder so. Dann haben die direkt das mit Rayman so einer Überzeugung gesagt. Ja, vielleicht dann haben die direkt, also das Spiel auch so geil. Also er hat dann ja. 95 so witzig, die PlayStation rausgebracht und direkt Rayman als Spieleserie erschaffen und haben dann versucht, das über Lerninhalte zu machen. Das ist doch Ubisoft. Das haben die ja, wie gesagt, das machen die ja gerne. Ja, würde passen. Ja, Jules. Das ist richtig. Jules hat immer erzählt, er hat ihm mit so viel Wissen vorgetragen, dass er so das, was man denken könnte, er wüsste das, aber es war immer falsch, wenn er es gar nicht weiß. Ich bin selber überrascht, wie viele da richtig die Antwort gegeben hätten, nämlich alle bis auf Nina. Ja, das ist eine PlayStation 1. Krass. Ne? Ja, krass, aber das ist vielleicht geraten? Ja. Also bei vielen? Frage 12. Astronomie. Wie nennt man die äußere Atmosphärenschicht der Sonne? Ach, A. Scheiße. Ebola. B. Corona, C. Influenza oder D. Schweinegrippe. Was? Ebola, oder? Kannst du das mal kopieren, wie es geschrieben ist? Bin schon dabei.
Also Corona, glaube ich. Oh, Corona mit K. Die sind alle anders geschrieben. Oder ist das also A oder B? Ich wäre auch bei B. Wäre ich jetzt auch bei B. Warum? Also ich kann dir nicht genau sagen. Ich hab irgendwie ein Bild vor Augen, was die Sonne zeigt, mit einer Sonnenfinsternis. Und dann siehst du halt nur die äußeren Flammen der Sonne oder die Corona hießen. Okay. Könnte auch Ebola dran gestanden haben, aber irgendwie ist mir ist das einfach nur sympathischer. B. Okay, in dem B, Corona mit Schweinegrippe. Schweinegrippe ist gut, ja. Okay, Jonathan. Na, vor allem, weil Schweinegrippe dasselbe ist wie Influenza. Ja, aber Grippe. Grippe. Ja. Alle bis auf Sven stehen dir zur Auswahl. Grippe. Erst alle nur einmal noch, ne? Richtig. Boah, wenn ich jetzt wüsste, was noch kommt, ne? Das ist halt auch fies. Das ist schon fies. Da hätte ich noch die Veto echt behalten sollen für sowas. Scheiße. Ich fand das nett. Also, ich könnte mir halt vorstellen, dass es wegen dem Lateinischen Lena weiß. Also deswegen nimmst du Lena? Ah, ist ja. Klar, dann nimmst Lena. Das letzte Mal Lena hier bei Frage 12. Jetzt bin ich natürlich gebumst, wenn halt... Davon habe ich leider keine Ahnung. Weißt du? Es sind alles Viruserkrankungen, anders geschrieben. Ich würde mal Schweinegrippe ausschließen. Grippe. Aber die sind jetzt, pass auf. Komisch. Dann noch Influenza, Corona und Ebola. Influenza würde ich auch irgendwie ausschließen. Und keine Ahnung. Ich gehe einfach mit Corona. Nein! Maybe. Lass doch mal was anderes nehmen. Sie hat exakt das gleiche genommen. Und das ist exakt halt sein, korrekt. Das muss richtig sein, wegen Krone. Da das noch Krone ist. Corona ist der Bereich, der oberhalb der Chromosphäre liegt und im Vergleich zu tiefer liegenden Schichten deutlich geringere Dichten, jedoch höhere Temperaturen aufweist. Hätten Happy alle richtig getippt. Ah. Hätte sie jeden nehmen können. Krass. Stark. Das ist ja schwach. Alle sehr smart. Hey, Jules, Nina, Happy. Das sind deine letzten Möglichkeiten. Und jetzt kommen wir jetzt passend, wo du gerade Lena Alter, weggepackt nee, ne? hast, zu Biologie. Nein, nice. Das ist so scheiße. Was findet man, wenn in einem Tierlexikon nach Admiral und Monarch gesucht wird? Also was findet man, wenn in einem Tierlexikon nach Admiral und Monarch gesucht wird? A. Termiten, B. Zwergkaninchen, C. Schmetterlinge oder D. Smart. Korallenfische. Ad? Da kamen jetzt echt Schmetterlinge vor? Ja, Schmetterling. Ja, Admiral, Schmetterling. Ey, du, der Admiralfalter bestimmt. Ich bin heißen für Schmetterling. Die heißen doch, aber gibt's nicht Königsfalter? Dann gib mir doch bestimmt noch Admiral. Ja, ey, du, bei Schmetterlingen gibt's auf jeden Fall ausgefallene Namen. Bei Termiten würde ich uns jetzt nicht so sehen. Das war sehen. Für mich so ein Ding von, du wusstest das unterbewusst, hast du mal irgendwo aufgestanden, hast das einfach nur gesagt und dann war das richtig. Ja, ich bin auch für 10. Okay. Das ist eine Disse in Gießen, der Admiral. Ja. Das Admiral. Ja, gibt auch hier den Admiralspalast. Sogar Tanzschuppen. Der Admiral, theoretisch auch der Chef vom Ringgeneral. Stimmt. Okay, ihr habt euch für Schmetterlinge entschieden, Jonathan. Ja, wer weiß denn jetzt auch, dass es Schmetterling ist? Würdest du sagen, das ist die richtige Antwort? Das ist die richtige Antwort. Ich sag, Sven weiß das. Oder Lena. Und Nina war gut im Bio, das kann ich auch sagen. Also Lena weiß das, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich sag... Lena, du kannst ja schon mal spoilern. Nimm dann Lena das. Und nimm danach Lena. Happy... Lena wüsste das. Happy weiß da... Kann ich... Ich darf ja nicht wehtun mehr. Happy weiß das wegen Animal Crossing. Okay, du wählst Happy. Schmetterling. Das letzte Mal Happy. Boom, Junge. Jetzt geht richtig ab. Jetzt danach kommt Sport. Happy Day. Danke. Animal Crossing. Yes! Ja! Ich glaube es zumindest zu wissen. Und ich meine, wenn ich...
Admiral Falter und Monarch Falter hört sich für mich nach einem Schmetterling an, wenn ich das so zusammensetze. Ja. Ich meine auch den Monarch Falter schon mal gelesen zu haben oder irgendwie sowas in dem Zusammenhang. Ich meine auch, ein oder so gibt es auch bei Animal Crossing. Ich meine, da Monarch Falter mir sehr leicht von der Zunge geht. Und ich glaube es, dass auch deswegen nämlich C-Schmetterlinge. Ach, oh, ist das geil. Wir nehmen beide wieder das Gleiche. Ja, aber das Richtige. Absolut korrekt. Ja, Schmutz. Nächste. Dass ich auch wirklich predicted habe wegen Animal Crossing. Ja, aber schon das wild. Ist schon ein bisschen lustig. Dann hätte so, Nina wahrscheinlich auch gewusst, wo es Peter, oder? Ja, das stimmt, das könnte sein. Was denn? Hat Nina hat auch gewusst, weil die hat auch Animal Crossing alle gespielt. Hätten das gewusst. Man, lol. Ah. War nicht mal schwierig für Jay. Man hat halt immer den Struggle, wenn er halt nicht vorher weiß, wie viele das wissen. Das will ich dir natürlich auch nicht sagen. Ja, logisch, das wäre dann schon relativ einfach, ich dass du da Sachen will, ausschließen will. Kannst. Okay, Frage 14, die vorletzte Frage. Du hast noch zur Auswahl Jules und Nina, aber die jetzt anderen Jungs müssen auch nochmal. Frage Musik. Oh Gott. Oh. Über welchen Fluss komponierte Bettrich Smetana ein 12-minütiges Werk, das den Verlauf des Flusses nachzeichnet? Haben wir A, gehört. Moldau, B, Donau, C, Wolga oder D, Moskwa. Wo haben wir das denn gehört? Musikunterricht haben Peter, Jay und ich das in der 5. oder 6. Klasse gehört bei Frau Dingsabumsa. Kein Musikunterricht. Was? Wir hatten nie Musikunterricht. Das doch, in der 5. oder 6. Klasse hatten wir Musikunterricht. Kein Musikunterricht? Was ist das denn? Nein, wir hatten wirklich keinen Musikunterricht. Doch, ich hatte Musikunterricht. Ganz oben in dem Raum hatten wir Musikunterricht. Das geht doch gar nicht, das ist doch vorgeschrieben auch im Lehrplan. Was wird denn jetzt ein Lehrermangel. Das ist super oft ausgefallen, aber die paar Male, die wir das hatten bei der besagten Frau, die später auch unsere Klassensprecherin irgendwann mal war. Klassensprecherin. Eure Klassensprecherin hat euch unterrichtet, Alter. Was geht denn da ab auf dem Land? Ja, dann war gleichzeitig aber auch noch Peters Mutter und selbst Vater. Ich hab der Frau damals das Leben gerettet. Echt? Ja? Ja. Als wir in der Nähe paddeln waren und die nicht aus ihrem Dingens rausgekommen ist und aus dem Boot raus und ich bin ins Wasser gesprungen und weil die halt auch schon rückwärts abgetrieben ist, die Nias, und wenn die umgefallen wäre, dann hätte die wahrscheinlich da drin stecken geblieben oder sowas. Trunken. Keine Ahnung. Ja, die war nicht, ich hab dir das Leben gerettet, nee. Weil die. Ja, ich hab dir das Leben gerettet. Ich hab mir da den leicht overpaid. Ich hab mir da den Fuß aufgeratscht und aufgeschnitten an den Steinen der Nias. Noch, weil er sich den Fuß aufgeratscht. Aber du weißt ja nicht, dass wir Musik bei der hatten. Was habe ich dir gegeben? Ja, weil du die richtige Antwort genannt hast. Was? Deswegen wollte er das quasi runterspielen. Ach so. Richtig. Ich wollte dich diskreditieren. Ah. Und am Ende hat es mir trotzdem eine 4 in Deutsch gegeben, die dumme Funz. Die hätte, glaube ich, obwohl du dein Leben gerettet hättest, ohne dich Benni nicht mehr. Ja, das fand ich schon frech. Guck mal, wie integriert die war. Also, wie viel. Also, das war schon. Das, ja, das wirklich nicht, wichtige Lebenseinschnitte bei dir hinterlassen. Du meinst wie integer. Aber ja, genau, als die Klassenlehrerin war von uns, hatten wir tatsächlich nur Deutsch. Ne? Ich habe das gesagt, aber ich gemerkt, das stimmt was nicht. Okay. Mann, war die drin. Also, ihr habt euch für Moldau entschieden. Ja, wenn Sepp das sagt, dann ja. Ja, immer noch. Ja, okay. Das ist nicht geändert. Achso. Ich vertraue da Sepp. Das hat doch schon lange eingeloggt. Ich wollte auch gerade sagen, also diskutabel ist da gar nichts mehr. Ja, okay. Nee, da war die ganze Zeit nichts diskutabel, egal welche halt komischen Fake-Stories da von Jake kamen. Wie steht's eigentlich insgesamt? Aktuell steht's du 10 Punkte und die 3 11 Punkte. Leute, wir führen! 12 Punkte, das hätte ich auch jetzt nicht gedacht. Wir führen! Also, ihr könntet auch in den Kandidatenraum sein, dann seht ihr das. Ich habe auch mal geguckt. Ja, aber ich habe die ganze Zeit deinen Bildschirm offen. Soweit muss ja Common Knowledge sein, Sepp. Antwortet ja scheinbar, redet da den ganzen Tag drüber, deswegen weiß Nina das. Oh, davon gehe ich jetzt nicht unbedingt. Ja, aber die war ja nicht im gleichen Musikunterricht wie Sebastian, aber du ja offensichtlich auch nicht. Nina sagt Folgendes. Okay. Ich hatte damals in der Schule Musikwahlpflichtfach. Oh. Ich hoffe, es ist was hängen geblieben. Oh. Und ich meine, es ist die Moldau. Das ist ein Lied über den Verlauf der Moldau. Oh, Nina smart. Schmutz! Sie ist einfach so smart. Es sagt wieder das Gleiche. Oh, wie können wir eigentlich führen, wenn wir immer die ganze Zeit dasselbe sagen? Sepp. Eine ganz schlaue Frau. Weiß ich. Es gibt jetzt noch die Möglichkeit für Jonathan, bei der letzten Frage wenigstens auszugleichen.
Ja, Jules muss es bei dir jetzt reißen, wa? Es muss Jules sein jetzt bei Jonathan. Oh, bitte und leider. Oh, Peter weiß jetzt schon, was passiert. Ein aber Like Peter, it. Peter grinst entweder gerade richtig, richtig räudig, wie so eine Peter ist richtig geile, am Abkecken. Ja. Die so Kategorie ist Klatsch und Tratsch. Oh, da ist Jules aber ganz groß drin, oder? Jules aber wirklich groß drin. Ja, haben wir wenigstens sagen, den richtigen gelassen. Klatsch und Tratsch seid ihr aber scheiße. Let's go. Ist richtig. Was könnte besser zu Klatsch und Tratsch passen als Promi-Hochzeiten? Doch welcher der folgenden Promis gab am häufigsten das Ja-Wort? Lothar Matthäus. Boris Becker. Oh Gott. Oliver Kahn. Jules kennt die nicht, weil die ganzen Sportler. A. Didi Hallervorden. B. Gerhard Schröder. Zweimal Gerhard. Lothar Matthäus. Lothar. Oder D. Zaza Gabor. Okay, also Gerhard Schröder zweimal. Der Dogo ja, geheiratet so und jetzt Kim Jong-un. Lothar hat doch alleine so acht verschiedene 18-Jährigen geheiratet. Also Lothar Matthäus hat schon einige gehabt. Das Problem ist, Zaza Gabor, keine Ahnung. Und bei Didi Hallervorden auch absolut keine Ahnung. Ich auch nicht. Deshalb würde ich für Lothar gehen, oder? Ich würde dann, genau, einfach Lothar gehen. Einfach für Lothar, weil Jules wahrscheinlich auch für Lothar gehen wird. Denke ich auch. Nee, ja. Weil wir uns sicher, also weil das die einzige Sache ist, die ich glaube. Also deswegen sicher bin ich mir da halt nicht, weil A und D kenne ich halt. Ich kenne die Leute, genau. Aber ich kenne halt aus der Privatleben nix. Die waren alle mega treu, Gerhard Schröder ist mit zweimal, weißt du? Ja, also nehmen wir C. Okay, weiß ihr nehmt nicht. C, Lothar Matthäus. Ah, nein, Lothar Matthäus. Also Hochzeiten. Wüsstest du es, Jonathan? Ich glaube, es ist Didi Hallervorden. Okay. Also, Gerhard Schröder hatte ja nur seine Schrödermeier-Vorfelder, oder wie die heißt. Ja, die. Doro. Dann hast du Zsa Gabor, ist diese, war die der Hollywood-Star oder sowas, der irgendwann dann mit dem Pipi-Prinzen da zusammen war. Prinz Ernst, nee, nicht Prinz Ernst August, sondern Prinz Frederik von Sachsen-Anhalt, oder wie der heißt, der da bei der Alm in das Bad gepisst hat. Das weiß man natürlich. Natürlich, ja, ich bin auch hier Tratsch und Klatsch. Und Lothar Matthäus hat Liliana und noch ein paar weitere. Also ist es Didi Hallervorden oder, also A oder C ist es, glaube ich, auch, ja. Okay, ich sag A. Dann gucken wir mal, was der Jules sagt. Was ist das hier? Dann wird nichts mehr, Peter. Oh, ich glaube, Jules hat gar nicht gesagt. Emotional damage. Haha, ich habe im letzten Quizpoker aufgepasst, da kam nämlich genau diese Frage dran. Die hat Andi gestellt, das weiß ich noch. Und die Antwort ist nämlich C, Lothar Matthäus, der alte heiratswütige Fossballer. Ist egal, wir haben gewonnen. Also ja, da hatten wir Lothar Matthäus. Also da hatten wir Lothar Matthäus, aber wegen was anderem. Das ist also ich glaube, die Frage ist ja anders, weil wir jetzt auch andere Kandidaten hatten. Egal, wir haben gewonnen. Also. Ja, du kannst aufdecken, wir haben gewonnen, Peter. Die richtige Antwort. Wissen, ob das richtig ist. Wusste niemand von euch. Weder Jay noch ihr noch Jules. Oh, Zsa. Es ist Zaza Gabor. Oder Zaza Gabor. Was ist denn das? Die hat nämlich Hollywood-Schauspielerin. Irgendwie 8-mal geheiratet, theoretisch sogar 9-mal, aber die 9. Ehe wurde annulliert. Ihr habt auch alle den guten alle Alten, überlebt. Die Putin-Marionette Schröder habt ihr ein bisschen unterschätzt. Der hat nämlich 5-mal geheiratet. Was? Oh, hat der nicht nur Doro und jetzt hier Kim irgendwas? Nö, Kim erst mit der Bibliothekarin Eva Schubach, dann mit der Lehrerin Anne Taschenmacher und dann Hiltrud Hensen. Ach, die hat sich hochgeschlafen, aha. Jetzt Kim Anne Taschenmacher, Sojon. Schönen Namen irgendwie. Und jetzt mittlerweile Putin. Ja, genau. Lili Hallervorden war nämlich nur 3-mal verheiratet. Der ist ja hier noch der Treueste im Bunde. Ach Gott, Alter. Ja. Was ja nicht heißt, dass du nicht treu bist. Also, nur weil die Ehe, also vielleicht, ja, vielleicht war die andere, Dame ja auch genau. Nicht genau. Ja, oder vielleicht hat es einfach auch nicht mehr funktioniert. Ja, ja, gut. Also, man will ja jetzt hier nicht jede Scheidung ist irgendwas schlechtes. Tratsch und Klatsch ist die Frage. Ja, Peter, bei 9 Ehen würde ich mir da irgendwann mal die Frage stellen, ob da nicht doch vielleicht. Das stimmt. Ja, oder der nimmt Ehe halt nicht so wichtig, sondern einfach nur neue Beziehung, neue Ehe. Ja, ich schätze immer grade, den Steuervorteil also, auf seiner Seite. Da hätte man vielleicht drauf kommen können, gerade wenn du mal an Hollywood denkst, da wird ja öfter mal geheiratet für Klatsch und Tratsch und den neuen Auftrag. Die 8-mal geheiratet hat, die war immerhin 30 Jahre mit diesem Frederik Prinz von Anhalt zusammen, den Jay meinte. Ah. Ja. Okay, die ersten damit oder die letzten?
In der Tat habt ihr gewonnen, ihr drei. Nein, gewonnen. Bezwungen. Gegen Jonathan und die fünf im Bunde. So welche easy. Frage war das, wo keiner was wusste? Gab's nicht. Achso, das war einfach nur ein Bait, okay. Mhm. Ja, da stand, hat wow. Gathor ja sogar beigeschrieben, dass er die Antworten von den anderen gar nicht weiß. Diese ja. Frage, die allerletzte Frage, die hätte ausschließlich Lena richtig geantwortet. Nein. Stark. Also da hattest du dann keine Schnitte mehr, weil Lena war schon weg. Ja, vielen lieben Dank, Gathor, fürs Vorbereiten, für das Leute anhauen und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Umsetzen. Schreibt er jetzt hier noch am Ende für den dritten Teil, würde ich dann direkt mit 15 Fragen und 9 Leuten starten. Macht das gerne, denn das ist ein lustiges und cooles 9 Leute. Asynchrones ja. Quiz. Und vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Also. Ja, das stimmt. Und bis dahin, haut rein. Ciao. Tschüss.